Die Corona-Krise stellt uns alle vor viele Herausforderungen. Die Universitäten bleiben geschlossen und die gesamte Lehre muss nun digitalisiert werden. In dieser aktuellen Krise liegt aber auch die Chance, die Lehre zu modernisieren und die digitalisierte Lehre voranzutreiben. Mit der bereits bestehenden interaktiven Lehr- und Lernplattform Unirad der Deutschen Röntgengesellschaft besteht die Möglichkeit, Studierenden Wissen digital zu vermitteln und ihnen die Radiologie interaktiv näher zu bringen. Im Zuge der Corona-Krise entstand nun das umfangreiche Notfallpaket CoRad 19, das das gesamte radiologische Curriculum abdeckt und so nicht nur in dieser Zeit als Ergänzung bzw. Ersatz der Präsenzlehre eingesetzt werden kann. Die E-Learning-Plattform Unirad der DRG bietet hierbei die Möglichkeit, jederzeit und ortsunabhängig radiologische Fälle wie an einer echten radiologischen PACS-Workstation selbstständig zu bearbeiten und den Lernerfolg mittels Multiple-Choice-Fragen zu testen. Neben fallbasierten Lernmodulen sind die Lernmodule auch mit digitalisierten Vorlesungen, Expertenfeedback und didaktischen Lehrvideos ergänzt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, nach Bearbeitung der einzelnen Kurse Abschlusszertifikate zu erlangen. Im aktuellen CoRad 19 Kurssystem gibt es als Bonusmaterial noch eine Fallsammlung und ein Webinar zum aktuellen Thema Covid-19. Über die bekannte Conrad-Plattform der DAG können die Studierenden direkt auf die Unirad E-Learning-Plattform zugreifen. Angelehnt an den Lernzielkatalog NKLM sind die einzelnen Kursmodule unter anderem unterteilt in Technik und Strahlenschutz, Thorax-, Abdomen- und muskuloskeletale Radiologie, Neuro- und Kinderradiologie sowie auch Mammadiagnostik, Angiografie und radiologische Interventionen und decken somit das radiologische Curriculum umfassend ab. Innerhalb der Kursmodule finden sich viele fallbasierte Lerneinheiten. Grundlagen häufiger und wichtiger radiologischer Krankheitsbilder können so interaktiv und selbstständig durch die Studierenden erarbeitet werden und die Zusammenhänge können schneller erfasst werden. Durch das integrierte Bildbearbeitungssystem haben die Studierenden die Möglichkeit, komplette DICOM-Datensätze wie an einer echten radiologischen PACS-Workstation zu bearbeiten. Dies ermöglicht, radiologische Modalitäten und Technologien praxisnah kennenzulernen und zu erproben und fördert das Erkennen anatomischer Strukturen sowie die Orientierung im Umgang mit dreidimensionalen Bilddatensätzen. Multiple-Choice-Fragen dienen hierbei der Lernerfolgskontrolle. Zusätzlich werden die Antworten über Expertenfeedback erklärt und erläutert. Durch den fallbasierten Aufbau der Kursmodule werden auch fächerübergreifende Vorlesungsinhalte ergänzt und vertieft. Zusätzlich werden nach Bearbeitung der Fälle die zu erkennenden Pathologien der Fälle nochmal prägnant erklärt und mit zusätzlichen Informationen verknüpft. Ergänzt werden die fallbasierten Module mit ausführlichen Lehrvideos, die beispielsweise die Grundlagen der unterschiedlichen Modalitäten übersichtlich und strukturiert erklären, sowie mit digitalisierten Vorlesungen. Alle Inhalte der Unirad-Plattform sind hierbei individuell an die Bedürfnisse der einzelnen Standorte anpassbar. Die interaktive Lehr- und Lernplattform Unirad lebt auch von der Kooperation vieler Universitäten und Standorte. Wir freuen uns über neue Ideen oder Inhalte, wie auch über Kritik, Lob und Verbesserungsvorschläge. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit.